sehr cool. Ja, bist du nicht süß, gell? Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist mal am Weg zum Club Max nach Südtirol. Und morgen. Immer 3 Uhr in der Früh. Und wir haben Besuch. Wir haben nämlich zwei blinde Passagiere. Morgen aus der Zentrale. Ich bin heute zuständig, damit das Ganze auch gut gefilmt und fotografiert wird. Der Fabi hat in dem Sinne, weil ich das mache, schon auf Auto geschaltet. Ich habe heute selber eigenes Equipment mit. Wie viel Pixel hat der? Kommt drauf an, also kannst du entweder auf 188 lassen oder du machst einfach auf 360. Aber 360 ist mir meistens zu viel. Weil ich bevorzuge lieber, dass es weniger wird. Du wirst jetzt lachen, aber mein Kartoffel hat gleich viel. Ja? Mein Kartoffel? Nein, wer gefragt hat. Da hast du gerade meine Hand abgeschleckt. Ja, ja. Das hast du gecheckt. Alter, ich brauche Brille. Fake Taxi. Was geht, was geht? Alter, Beleuchtung ist angenehm. Beleuchtung ist ganz super. So, jetzt hast du Rotlicht. Jetzt habe ich mein Rotlicht, jetzt schaust du besser aus. Max, ich bin gerade so Küchen in der Bootstation. Verwerft mein Herz. Ah ja, ich habe entweder Fieber oder Angina. Also ich bin eigentlich komplett in einer anderen Welt, aber ich werde es jetzt schon machen. Kannst du bitte einfach Betonmasch dran setzen? Besser. Ja, na ansonsten. Ich muss aufs Klo. Kein Problem. Danke dir, gell? Bitte schön. Aber Flasche darfst du besser eignen, gell? Ja. Ey, kannst du ein bisschen weiter reingreifen? Mehr gerne. Was so? Hintergrundstory von dem Bär ist, das ist der Stoff vom ersten Kuscheltier vom Fabi und das ist leider mal von so einem großen Rottweiler zerfleischt worden und jetzt sind leider so ein paar Fetzen übrig geblieben, aber der Fabi hat immer so Angst gehabt beim Einschlafen. Deswegen haben sie den jetzt einfach nur zusammengenäht und er ist echt schier geworden. Du eigentlich jetzt Grindr wieder gelöscht, Max? Hab ich nie gehabt. Nicht? Wie kommst du das? Ich habe nur mal versehentlich dein Handy mal durchstöbert. Oh ja, das war mal eine Phase. Also, ja, ich kenn's. Ich probiere die jetzt aktuell auf. So stellt man sich das vor. 3:45 am Abend. Der eine redet nicht, der andere schlaft. Das sind DJs. Never sleep. Wer von euch ist eigentlich never und wer ist sleep? Schlaft so. Maxi hat die Frühschicht, das heißt, er ist von 7 bis 7 circa auf und ich mache die Spätschicht immer. Ich bin circa von 7 bis 7 auf. Also ich bin in der Nacht da, er ist in der Früh da, in der Nacht. So ergänzen wir jetzt, deswegen never sleep, weil immer einfach erreichbar ist. Aber Urfahrer kann ich. Also er hat die Schicht von 7 in der Früh bis 7 am Abend. Ja. Jetzt haben wir es 3:45, ne? Ja. Und du hast noch geschlafen. Ja. Und das hat mit der Erreichbarkeit. Ja, ja. Das ist geschlafen. Ah, mit der Erreichbarkeit. Ja, deswegen genau. Hast du ja never erreichbar, oder? Ich wäre jetzt nicht erreichbar gewesen, aber der Fabi schon. Ich habe wieder geschlafen. Ja. Oder er hat lange gezwinkert. Ich habe lange gezwinkert. Jetzt ist langsam mal. Zindel! Boah, da war Druck auf der Leitung Maria. Und Weisheiten, der letzte Tropfen bei mir, geht nie in die Hosen. Igor, magst du Wodka? Ja, ich mag Wodka. Eins Wodka für Igor. Eins Wodka. Igor!
Igor! Seine Cheatcodes! Sylvan, I have one question! Are you ready? Wir haben eine neue Erkenntnis. Wir haben seit neuestem eine Stripperin in der Firma. Darf ich vorstellen? Ich bin unsere Stripperin. Werbeaufwand! Werbeaufwand! Oder schmeißen das Geld her! Während dem Set wurden. Schau da mal unsere Stripperin, die macht jetzt eine Kunstfreie. Den Übungen! Zuschauer, tu die Hosen wieder auf, das habe ich gesehen. Perfekt. Danke. So, und jetzt wird der Sticker des Todes. Der Sticker, der geht um die Welt, der geht viral. Wie war Club Max? Geil! Sehr geil! Ich bin geil, wir sind geil. Alle sei geil. Alle Wellen lang geschlafen. Hat wieder extrem viel Spaß gemacht, Club Max. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Mein Highlight des Abends war, der eine Kollege, der was so einen Affen gehabt hat. Nein, das war der andere. Der eine, der was die 5 Liter Wodkaflaschen seit Zähne permanent in der Hand gehabt hat und permanent alle vollfüllen wollte damit. Also das hat so keinen Sinn gemacht. Der Typ hat einfach die Flaschen nicht leer gebracht. Ich glaube, die Flaschen hat ihn leer gemacht. Mein Highlight war der Türsteher. Was hast du denn nochmal gesagt? Der das war sehr sympathisch. Er hat mich gefragt, ja was ich da tue, so quasi. Ja, wer bist du? Und hat dann gesagt, ja, ich bin die private Stripperin da. Da hat er mich leider angeschaut. Ja, seitdem haben wir eine Stripperin. Filmen wir mal den wunderschönen Sonnenaufgang. Mein Highlight war dein Ausblenden. Ein Dampfbad in der Nase, aber mein Highlight. Bis zum nächsten Mal. Und mir geht das Licht auf die Eier. Gute Nacht.